Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Pickup-Folge. Ja, ihr habt es schon wahrscheinlich am Titel gesehen, ist es wieder einiges in meine Sammlung gewandert. Wobei, wenn ich so rechts auf meinen Haufen gucke, so viel ist das gar nicht. Es sind einige Geschenke dabei. Weihnachten war ja. Ich habe ja ein bisschen lange Pickup-Pause gemacht. Aber ja, ich hole halt momentan nicht ganz so viel für meine Sammlung. Das ist vielleicht so ein bisschen diese Wintermüdigkeit. Ne? Die Börsen sind noch nicht alle so richtig am Start gekommen, wo ich natürlich dann eher mal zuschlage. Und ich bin ja nicht so dieser Typ, der sich irgendwelche Internetseiten immer ständig durchgräbt und danach Schnäppchen sucht. Ihr habt es wahrscheinlich schon auf meinem Kanal gemerkt. Und ich habe es auch ab und zu mal angesprochen, ich bin nicht so der Jäger, ich bin der Sammler. Und dann zahle ich lieber auch ein bisschen mehr und hab's dann quasi sicher und bequem, anstatt ja jetzt irgendwie stundenlang eBay-Kleinanzeigen durchzuwühlen, um mich mit irgendwelchen Käufern zu kloppen. Aber wieder abgeschwiffen hört sich irgendwie komisch an. Dune kennenlernen mit dem Panda. Neuer Kanal, würde ich sagen. Ne? Super. Auf jeden Fall, Weihnachtsgeschenke sind dabei. Ein guter Kollege hat mir auch noch was geschenkt. An dieser Stelle vielen Dank, aber da komme ich gleich dazu. Ich habe mir was ein bisschen für die Switch gegönnt, etwas Vorbestelltes. Und jetzt auch am Thumbnail schon gesehen, ein super Zugang für meine Sammlung, wo ich wirklich schon länger drauf gesucht habe, weil das ist so in dem Zustand, sage ich mal, nicht so oft auf dem Markt. Aber ihr werdet es gleich sehen. Leute, die den Kanal regelmäßig verfolgen, die können sich wahrscheinlich schon denken, was ich damit meine. Aber ich will die Spannung noch etwas aufrecht erhalten. Und ich würde sagen, wenn ich hier mal so nach rechts gucke, fangen wir mal mit den Kleinigkeiten an. Es ist ein Gameboy-Klassik-Spiel in meine Sammlung gekommen. Und zwar Pinocchio. Ja, eigentlich sehr schönes Spiel. Ich bin da so ein bisschen so durch Semi-Zufall gekommen. Weil da habe ich nämlich wirklich mal aus Langeweile mal geguckt, was bei eBay für Auktionen bald auslaufen. Und dann bin ich halt darüber gestolpert und das war noch relativ niedrig. Ich habe es, glaube ich, für das Modul insgesamt knapp 4 Euro bezahlt, inklusive Versand. Ist ein super fairer Preis für ein Gameboy-Spiel. Und mir ist eingefallen, ich habe ja vor einiger Zeit die Super Nintendo-Version davon schon getestet und war da sehr angetan von. Das war ein super schöner Plattformer. Bin da so mit gar keinen Erwartungen reingegangen und wurde sehr positiv überrascht. Und dachte ich mir, hey, für den Kurs passt, oder? Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe schon einen Test dazu gemacht. Ich glaube, wenn das Video hier online geht, am nächsten Mittwoch müsste der Test dann online gehen. Deswegen verweise ich, wie das Spiel genau ist, auf den Test. Aber allgemein kann man sagen, wunderschönes Spiel, ist eher ein Port der Super Nintendo Version. Natürlich so ein bisschen auf dem Game Boy etwas angepasst worden. Ist aber im Prinzip ein solider Plattformer. Aber Details, ich will jetzt nicht alles hier vorwegnehmen, seht ihr denn auf jeden Fall im Test. Das war Gameboy-Spiel. Ich weiß, ich bin ja hauptsächlich Gameboy-Sammler, aber es war mein einziges Gameboy-Modul, aber wie gesagt, ich tobe mich da lieber auf irgendwelchen Börsen aus, wo ich die Module in der Hand habe, so ein bisschen durch diese Kästchen stöbern kann und dann vielleicht den einen oder anderen Fund machen kann. Ha, herrlich. Dann kommen wir zum Switch-Teil, würde ich sagen. Und zwar Darkest Dungeon habe ich mir geholt. Und zwar gebraucht vom guten Timo. Ja, vom Kanal Video Gems. Ich habe den unten verlinkt. Wobei ich den über Retro Place gekauft habe. Also es war Zufall, dass er Timo der Verkäufer war. Beziehungsweise er hat bei Twitter kurz gesagt, hey, hier, ich habe ein Angebot, die und die Sachen. Und Darkest Dungeon habe ich auf dem Computer wann kam das raus? Vor ein, zwei Jahren? Vor zwei Jahren, glaube ich eher, ne? Habe ich ziemlich gerne gespielt und da dachte ich mir, hey, das ist doch bestimmt noch was für die Switch. Das könnt ihr euch so vorstellen, im Prinzip ein rundenbasierter Dungeon Crawler. Also ihr habt eure Gruppe, geht in verschiedene Dungeons rein, alles aus der 2D-Seitenansicht, ne? Das ist eher so ein bisschen Strategie-Management-Spiel, sage ich mal. Und müsst halt dann da mit eurer Gruppe diese Kämpfe bestreiten. Finde ich sehr schön, vor allem die Stimmung und der Grafikstil von dem Spiel finde ich sehr schön. Und halt auch so nette kleine Details wie, dass eure Helden
eigentlich einer der Hauptgegner, natürlich neben normale Wunden, ne, erstochen und so weiter, ist halt die mentale Gesundheit. Und das finde ich einen interessanten Kniff, weil man kann sich das auch so vorstellen, wenn man jetzt ständig gegen Skelette und Untote kämpfen müsste, jetzt in echt, das würde ja auch sich auch irgendwie auf den Geist zurückschlagen. Und da muss man ja natürlich auch zwischen diesen Dungeon Runs dann auch natürlich mal ein bisschen pflegen und hegen und so weiter. Also für Strategiefans, die gerne Rundenstrategie spielen, auf jeden Fall ein super empfehlenswerter Titel. Habe ich jetzt endlich auch in meiner Sammlung und ich denke mal für die Switch, weil man muss da nicht großartig mit der Maus rumsteuern. Ne? Ich bin so ein bisschen vorsichtig immer, Strategiespiele auf der Konsole, da will ich denn doch lieber meine Maus haben, aber ich denke mal, ich habe es da noch nicht angetestet, ich weiß nicht, ich habe es mir so zur Weihnachtszeit geholt und irgendwie, ich finde irgendwie immer weniger Zeit zum Spielen. Schrecklich, schrecklich, sage ich euch, wobei, ach naja, wenn man die Zeit anders verbringt, ist ja auch ganz gut. Ne? Jedenfalls, schöner Titel, wenn er so wie auf dem PC ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, empfehlenswert für alle Rundenstrategie-Fans auf jeden Fall. Als nächstes Children of Morta. Ja, das Spiel habe ich ja schon in meine Lieblings-Switch in die Titel von 2019. Liste, was für ein Wort, habe ich das ja schon erwähnt. Super Spiel, hat auch so ein bisschen Zelda-like, ist auch Woke-like. Und im Prinzip habt ihr eine 2D-Draufsicht und habt eine Familie mit verschiedenen Mitgliedern. Das klingt natürlich immer ein bisschen wild, wenn man das so erklärt, aber im Prinzip gibt es da halt den Papa, der ist ja Kämpfer mit dem Schild, da gibt es natürlich den Sohn, der etwas der Schurke ist, der etwas flinker ist, ne? Also diese typischen Charakterklassen gibt es da einfach und haben alle natürlich ihre eigenen Vor- und Nachteile, eigene Spielstile, bla bla bla, ihr kennt den Drill, ne? Wer einmal so ein Spiel mit verschiedenen, ne, mit Krieger, Schurke und sowas gespielt hat, der weiß, was einen erwartet und ihr spielt dann euch dauernd halt durch irgendwelche Dungeons durch, wenn ihr halt sterbt, dann ist das nicht schlimm, dann müsst ihr zwar von vorne anfangen, quasi bei diesem Dungeon-Bereich, sage ich mal. Ihr nehmt aber das ganze Gold und die Erfahrungspunkte, die ihr denn gesammelt habt, nehmt ihr dann halt mit. Könnt ihr euch natürlich dann zwischen den Runden den halt etwas stärker machen, ne? Kauft ihr euch irgendwie mehr Lebensenergie zum Beispiel und so weiter und habt dadurch im nächsten Run halt mehr Chance. Dadurch seid ihr immer so in einer Schleife, ne? Ihr spielt halt einen Abschnitt, die auch so ein bisschen zufallsgeneriert sind, immer wieder, bis ihr halt stark genug seid, dass ihr das schafft. Dann kommt ihr zum nächsten Abschnitt und dann fängt dasselbe von vorne an. Ne? Auch das, da einmal ein Roguelike gespielt hat, der weiß, was er da erwartet. Super schöner Grafikstil, sehr stimmig. Der gute Retro-Joe hat das irgendwie sehr, sehr gehypt im Vorfeld, zumindest so meine Aufmerksamkeitsbubble. Und fand ich eigentlich sehr, sehr schön und interessant, weil so diese klassischen 2D-Zelda spiele ich eigentlich ganz gerne. Und das ist, nimmt sich so ein bisschen was davon, natürlich ohne diese ganz große epische Geschichte und so weiter. Das ist natürlich eher so der Dungeon-Crawler. Macht aber sehr viel Spaß, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Gibt es auch in der physischen Version zum Glück, wo ich ja immer sehr, sehr großer Fan von bin. Dann mein letzter Switch-Titel. Auch das ist in meine Liste mit den Lieblings-Switch-Indie-Spielen von 2019, TM, geraten. Und zwar ist es immer noch eingeschweißt Grease. Ja, die physische Version. Das ist irgendwie so eine Limited Run oder ich glaube, wer hat das rausgebracht? Special Reserve Games haben das rausgebracht. Bei diesen ganzen limitierten Spieleanbietern, da kommt man irgendwie echt mittlerweile schnell durcheinander, finde ich. Da gibt es viele auf dem Markt, aber das wäre vielleicht mal ein Thema für ein anderes Talk-Video. Ich will mich hier nicht auslassen, ich will euch auch meine Pickups zeigen schließlich. Ja, Grease, wunderschönes Spiel. Ich habe die Packung eingepackt gelassen und mir das Spiel digital geholt, weil das im Weihnachten relativ gut reduziert war. Ich glaube, was war das, irgendwie 8 Euro gekostet hatte oder irgendwie sowas. Und dafür lässt es eingeschweißt, weil ich habe nämlich mal so aus Neugier, was ich normalerweise nicht mache, mal geguckt, auf eBay geguckt, als ich das Spiel bekommen hatte, wie viel wert das ist. Und das hat sich im Preis quasi verdoppelt. Also mit Versand und so weiter habe ich so ungefähr 40, 45 Euro dafür bezahlt. Und zumindest als ich da geguckt habe, hat man da locker irgendwie 80, 90 Euro für bekommen. Und ganz ehrlich, ich weiß, ich bin total gegen diese Scalper, nennt sich das, ne, die Sachen groß kaufen, limitierte Sachen, um sie teurer zu verkaufen. Bin ich total dagegen. Ich habe auch nur eine Version, aber so ein bisschen wurde ich denn da doch etwas schwach, obwohl ich es nicht unterstützen will. Aber vielleicht packe ich es auch irgendwann aus. Schaue ich einfach mal. Aber ich war jetzt zurück zum Spiel. Wunderschönes Spiel, hat einen sehr schönen Grafikstil, aquarellmäßig. Soundmäßig ist es eher zurückhaltend, aber sehr, sehr schön und passend. Und das Spielprinzip an sich ist halt ein guter Plattformer, der so ein bisschen Rätseleinlagen hat. Alles nichts überraschend, nichts revolutionär Neues. Aber wirklich dieses Spiel, diese Stimmung, die das irgendwie hervorruft.
herrlich. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen auf jeden Fall. Aber auch dazu habe ich eigentlich im anderen Video, Switch-Video, genug gesagt. Ja, das waren die Sachen, die ich mir selber gekauft habe. Beziehungsweise an Spielen. Und dann kommen wir zu den Geschenken, die ich bekommen habe. Ja, und zwar, das kam sehr, sehr überraschend, habe ich von dem guten Retro Joe, ne, ich habe ja auch mit ihm öfter Videos gemacht, jeder, der meinen Kanal einigermaßen regelmäßig verfolgt, weiß ihn und kennt ihn natürlich. Und da hat mir Ex-Bettler für den Game Gear geschenkt, mit der Vorgabe hier, machst du aber einen Test zu. Ja, und zwar Ex-Bettler habe ich auch schon länger auf meiner Game Gear Wunschliste. Und zwar, ihr kennt alle Golden Axe, ne? Also von Sega, den Arcade-Titel auf dem Mega Drive und auf dem Master System. Einige Ableger, super 2D-Klopfspiel. Wirklich bekannt, eines dieser ersten großen Arcade-Titel, die auch wirklich eine große Werbemacht hatten. Ja, und das spielt im selben Universum. Ist aber ein Action-Rollenspiel. Da haben sie sich mal etwas anderes getraut. Die haben sich dieselbe Welt genommen und darauf auf dem Handheld ein Action-Rollenspiel gemacht. Finde ich super interessant. Wollte ich schon immer mal wissen, was sie da draus gemacht haben. Wie gesagt, ich habe immer das Modul ein bisschen gesucht. Ich habe das auch schon so kurz vor Weihnachten bekommen. Wie gesagt, an dieser Stelle vielen Dank, lieber Joe. Hat mich wirklich sehr gefreut und kam sehr überraschend. Problem ist, ich habe noch keine vernünftige Aufnahmeweise von einem Game Gear. Und habe sie mit einem Emulator versucht, die ganze Spielszenen aufzunehmen. Aber irgendwie hat er das nicht richtig dargestellt, die Sprites fehlten und so weiter. Deswegen ist auch das eingeblendete Spielmaterial, das er umsieht, habe ich von World of Long Plays mir ausgeborgt. Ist natürlich unten verlinkt, aber darf man ja, wenn man die Quelle nennt. Also, ne? Aber dann habe ich überlegt, okay, ich will mir ja diesen Game Boy von Analog, diesen Superdings, mir fällt ja gerade der Name nicht ein, wie wir es, Analog Pocket heißt da, glaube ich. Und da gibt es ja auch einen Adapter denn dafür, dass man auch Game Gear Spiele spielen kann. Und das ist ja der perfekte Grund oder das perfekte Spiel, um mal diesen Game Gear Adapter davon anzutesten und damit auch ein vernünftiges Spielmaterial aufzunehmen. Habe ich mir zumindest so gedacht. Man weiß natürlich nicht genau, wann der Analog Pocket rauskommt und so weiter. Aber freue ich mich schon sehr drauf. Bin ich sehr gespannt drauf und vielen Dank, Joe. Super Idee. Hat mich sehr gefreut, vor allem auch, dass du dir gemerkt hast, dass ich das auf meiner Wanted-Liste habe. Aber ich glaube, so ganz uneigennützig von dir war das ja auch nicht, weil du willst ja wissen, wie das Spiel ist, ne? Ja, und dann habe ich hier, ihr seht es vielleicht schon so an der Form, zwei Super Nintendo Spiele aus Amerika bekommen. Also Spiele, NTSC-Spiele nennt sich das, ja. Und zwar von meiner wunderbaren lieben Freundin. An dieser Stelle vielen Dank an dich. Und zwar, das klingt so komisch, vielen Dank an dich. Das klingt so, als ob das jetzt so von den Zuschauern wäre, aber das ist natürlich eine andere Ebene. Und zwar war ich nämlich kurz vor Weihnachten in New York unterwegs. Und da dachte ich mir, hey, wenn du da bist, ich gebe dir mal so eine Liste grob mit, ne, falls du mal über einen Retro-Laden stolpern solltest, kannst du ja eventuell mal reingucken und mir dann eventuell mal mitbringen. Ich habe einfach nur mal ganz grob eine Liste zusammengestellt, was so an amerikanischen Titeln, also nur in Amerika erschienen sind, die es hier nicht gibt, bevor man mal ein bisschen die Augen aufhalten könnte. Und hat sie natürlich zuerst gesagt, nee, hab nichts gefunden, und dann gab es zu Weihnachten zwei Spiele, habe ich mich sehr gefreut, hat es auch sehr erzählt, war wohl ein relativ uriger Laden, der wirklich so von den alten Japaner geleitet wurde, und da wurde sie gleich von den Verkäufern allen umringt, und nach dem Motto, ne, hübsche junge Frau, die Retro-Game kaufen will, hat natürlich Interesse hervorgerufen, aber ich schweife ab. Und zwar das erste Spiel ist Gunforce, ja. Ganz ehrlich, ich habe es auf die Liste gesetzt und wusste nicht, was es ist. Ich habe jetzt zumindest einen Test vorbereitet, also Spielszenen aufgenommen und schon das Skript für mich geschrieben. Das wird jetzt auch die nächsten Wochen irgendwann kommen, der Test dazu. Sagen wir es mal so, es wäre auch eventuell Material für eine Quälzi-Folge gewesen. Also es ist keine Vollkatastrophe, aber es ist kein guter Port. Also es ist eigentlich eine Arcade-Version, und die wurde halt sehr schlecht auf so Super Nintendo portiert. Es ist langsam und so weiter, aber Details erfahrt ihr dazu auf jeden Fall.
Fall im Test später, denn ich denke mal, wenn das jetzt erscheint, ich mache das immer im abwechselnden Rhythmus. Also ne, diese Woche und nächste Woche erscheint Pinocchio, dann kommt wahrscheinlich eine Quetzi-Folge und dann kommt der Test dazu und da werde ich euch dann auch Näheres dazu sagen. So, als zweites Spiel hat sie mir aber ein super wunderbares Spiel mitgebracht, wo ich echt schade finde, dass es hier in Europa nie erschienen ist. Und zwar das Super Mario RPG. Ja, wunderbar. Hat mich natürlich sehr gefreut. Will ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, um da sehr ausführlich mal reinzuschnuppern, beziehungsweise nicht zu schnuppern, zu spielen. Weil das ist wunderbare Spiele und ich verstehe es immer noch nicht, warum das hier nicht in Europa erschienen ist. Da hat sich im Prinzip Nintendo Square geschnappt und die haben quasi so eine Art Final Fantasy meets Nintendo Charaktere, zumindest wie ich das mitbekommen habe. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, deswegen verlasst nicht euch nicht hundertprozentig auf meine Aussage. Ja, da wird bestimmt auch irgendwann mein Test dazu kommen, aber ich muss einfach die Zeit finden, um da jetzt einfach mal groß reinzuschnuppern. Ich habe ja zum Glück meine Retron 5, womit auch die USA Cartridges gehen, aber es ist schon schön, finde ich, auch mal hier so ein bisschen was anderes zu haben und vor allem diese exklusiven Titel, wenn das so wunderbare Spiele sind. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an diese wunderbare Weihnachtsgeschenke. Hat mich wirklich beides sehr gefreut auf jeden Fall. Das waren so allgemein denn die Geschenke und dann kommen wir noch zum Highlight vom Thumbnail aus und zwar habe ich sie endlich gefunden. Ich habe es schon in einigen Videos so ein bisschen immer angesprochen. Und jetzt habe ich es endlich gefunden. Die fucking Gameboy-Tasche mit der Originalverpackung. Sie ist natürlich jetzt nicht noch eingeschweißt. Ich weiß gar nicht, ob die eingeschweißt waren. Die Verpackung ist im okayen Zustand, würde ich sagen. Und es ist natürlich auch die Gameboy-Tasche drin. Ja, weil irgendwie, die ist natürlich im tiptop neuen Zustand. Ne? Hier mit der schönen Schrift, herrlich. Ja, diese Gameboy-Tasche, das war für mich, oder ist für mich, genauer gesagt, das ist so eine besondere Sache, weil irgendwie diese Tasche an sich ist wirklich nicht sehr selten. Also im Prinzip bei jeder Börse für ein 20 oder sowas locker im guten Zustand. Ich glaube, bei eBay kosten die im neuwertigen Zustand irgendwie 30 Euro, also nur die Gürteltasche. Findet man halt oft. Und ich hatte genau die als Kind. Und die habe ich wirklich sehr, sehr intensiv benutzt. Ne? Damals waren Bauchtaschen oder Gürteltaschen noch cool. Ich glaube, die kommen sind wieder in, aber ich bin da nicht unbedingt auf den neuesten Stand, muss ich zugeben. Ich hatte mein Gameboy drin, ich hatte meine Spiele drin, ich habe die in Urlaube mitgenommen, ich habe die überall mit rumgetragen und ich hatte die eigentlich vergessen, als ich dann so vor anderthalb Jahren drüber gestolpert bin, dass es ja diese Tasche gab, das kam wie so ein Flashback, ne? Ihr kennt das wahrscheinlich und dann dachte ich mir, Alter, die willst du wieder haben, aber wenn denn richtig, wenn denn richtig, ne? Weil das ist so ein Flashback an die Kindheit, ich habe das damals so geliebt, richtig und dann mit OVP. Wie gesagt, ohne OVP, relativ oft auf dem Markt, aber mit OVP zugegeben, ich habe da jetzt auch nicht 24 Stunden nachgesucht, habe ich sie immer, wenn ich mal geguckt habe, nie gefunden. Aber dann kam bei eBay plötzlich dann doch eine Auktion, ich gleich ordentlich, ich hol mir die, Riesengebot draufgepackt und in der Motto, Hauptsache ich krieg die, das ist es mir wert, habe ich jetzt für 40 Euro bekommen, finde ich einen fairen Kurs mit der OVP, in so einem Zustand, und das ist wirklich so ein Highlight für mich, ich weiß, das ist natürlich ein persönliches Highlight, da sagen viele von wegen, ach, pff, soll so eine Kleinigkeit kommen, aber für mich ist das ein riesen Highlight, ich freue mich so tierisch, dass ich das in OVP habe, weil ich einfach diese Tasche, oh, ich habe da so gute Erinnerungen dran, herrlich einfach, herrlich. Freut mich einfach super. Ja. Und dann hat sie das Rätsel von Thumbnail jetzt auch gelöst. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so komplett enttäuscht von wegen, oh, diese Kleinigkeit. Aber das ist einfach so ein persönliches Highlight einfach. Ich finde es herrlich. Ha, man hat jetzt ins Regal. Mal gucken, wo ich es dekorativ unterbringe. Freut mich tierisch. Und Freunde, das waren schon die Pickups. Also es hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten, würde ich sagen. Aber spätestens im April werde ich auf jeden Fall auf der Börse in Montabaur sein. Davor, denke ich mal, werde ich es nicht schaffen, irgendeine Börse noch zu besuchen. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Und da habe ich schon einen Deal gemacht mit ein paar Super Nintendo Spielen. Und Gameboy Spiele werden da natürlich wieder mein Hauptfokus sein. Freue ich mich schon tierisch drauf. Ja,
Und was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen und so weiter? Schreibt es mal in die Kommentare rein, interessiert mich immer. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben!